Willkommen zurück. Mini-Masters, Schach-Masters, ich hüpfe hier gerade über so kummige Felder. Ich mache gerade die Expedition. Der Grounded ist übrigens immer noch mit mir im TS und ich weiß nicht, wo lang ich muss. Keine Ahnung. Wo muss ich denn hin? Man hat da schlechte Übersicht. Mit Mausrad kannst du ja die Richtung drehen. Dann kann man sich so ein bisschen umgucken, aber... Ah, da oben ist der Boss. Der Easy... Isqui the Lightning Zapper. Okay, den hatte ich Ach, hier ist aber noch ein anderer menschlicher Spieler. Komm ich denn da hin? Da. Da war ich erstmal den anderen menschlichen Spieler noch schnell weg. Den habe ich nämlich eben schon mal ganz kurz versucht, den Boss. Und wenn man, glaube ich, du hast mir ja gesagt, wenn man nicht genug Ruhmpunkte hat, dann kann der ja spammen irgendwie und ist immer stärker. Der Boss. Da hast du keine Chance. So war's. Du musst auch mindestens bei 2200 von diesen komischen Punkten sein. Let's get this duel started! Die Gilde 404 Page Not Found. Super lustig. Ne? Das ist ja cool. Der hat gerade eine Karte von mir übernommen. Ja, das gibt's auch als Zauber, glaube ich. Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Ihr seht gerade, Leute, dass ich mit einem anderen Deck spiele. Und das Deck hat mir bisher echt gute Hilfe gebracht. Also gute... Ja. Ich hab glaube ich, zwei Spiele verloren. Alle anderen haushoch gewonnen. Der kleine Punk, den habe ich ja in einer der letzten Folgen, glaube ich, irgendwann geholt. Und der ist super, ey. Das ist echt brutal. Ah, verdammt, Hacke. Was ist denn das für ein Lucky gerade gewesen? Die haben gerade meine Heilerin nur aufhalten können, weil meine Heilerin von irgend so Skeletten weggeschoben worden ist. Na, ich glaube, der ist auch jetzt gleich auch tot. War ein bisschen länger als 2 Minuten gerade. Ja, es ist tot. Also das weiß ich jetzt nicht, wie der es aufhalten soll, aber er macht es irgendwie vielleicht noch. Aber jetzt kommt ein Punky, der kommt ja auch noch an den... Das war's. Tot. Nein! Der hat 15 noch! Ich hätte jetzt niemals gedacht, dass der das doch schafft. Oh Gott. Die hat noch 15 Leben. Ah, krass, ey. Aber man kann ja nicht schaden mit den Blitzen, mit den Messern auf seinem Helden machen. Das ist ja cool. So gut zu wissen, aber ich glaube 15 Leben. Hat sich gerade so ein bisschen hoch geheilt. Jetzt aber kommt rot. Alter! Der hat sich aber noch gerade am Ende mit 15 Leben noch voll gewehrt, ey. Ich hab gedacht, ich hätte das locker gewonnen. Ich wollte schon gar keine Karten mehr ausspielen. Man kann halt immer ein Comeback haben, ne? Mega. Aber ich konnte auch gerade meine Kombi irgendwie nicht so ganz ausspielen. Ich habe jetzt irgendwie so eine ganz coole Kombi mit Dudelsackspieler, Heilerin und
den Scratpunk. Der macht nämlich dann so ein bisschen Hau drauf drumherum. Was gibt's denn hier unten in der Ecke noch? Gibt's noch irgendwas hier? Ist noch irgendjemanden zum Wegbashen? Nö. Ja, der rumhüpfte. Muss ihm da irgendwie die Hintern wehtun beim Rumhüpfen. So, ja. Okay. Ich will jetzt nochmal gegen den Boss. Minion Masters. E-Squeak. And we're off. Light never strikes twice, but I do. Ich finde den so geil, den mit dem fetten Morgenstern. Der ist auch super gut. Ja, ist verdammt gut. Vor allem gegen kleinere Einheitenschwärme. Jetzt kommt natürlich das gerade mit ganz bösen Einheiten gerade an. Scheiße, das wird scheiße, das wird scheiße. Ah, cool. Okay, jetzt bin ich aber bei ihm endlich dran, ey. Mann, das hat eine Woche lang gedauert. This device shall prove helpful. Okay, jetzt habe ich meinen Dudelsack-Spieler mal bei ihm auch ausgespielt. Ist ein bisschen gegen Computer, ist sowieso was anderes immer so zu spielen. Dann werden wir mal sehen. Ja, gewonnen. Mit dem dicken Bauch habe ich ihn weggebasht. Die spielen ja irgendwie, also klar, ich weiß jetzt nicht, ob der Computer jetzt hier einen Computer-Cheat hat eben. Der spielt viel zu viele Karten irgendwie, habe ich das Gefühl. Da kommt so viel immer auf einen drauf zu. Ja, claim your reward. Ja, Expeditionsbelohnung. Ja, 500 Gold. Na toll. Aber, neue Kiste. Ein Season-Token. Sehr schön. Und da ich ja noch mehr Geld habe, hol ich mir noch mehr. Mehr und noch mehr. Let's go spinning! Let's go spinning! Oh cool, das ist ein. Ich habe einen geilsten Token bekommen mit ganz hellen blauen Karten und lilanen Karten. Also wird schon was Nettes dabei sein. Ach, die will ich auch mal gucken, was das für einer ist. Ah, cool, ich habe die überragende greifende Dornen. Also diese Dornen, die einen festhalten. Mhm. Das ist gar nicht mal so. Die ist gar nicht mal so schlecht, genau, wenn du mit so eine große Karte ausgespielt wird plötzlich. Dann schmeißt diese Dreierkarte und wird dann ganz kurz aufgehalten für eine kurze Zeit eben. Ja, die sind echt super. Weiter. Scheiße. Ich hätte jetzt gerade die Fledermäuse bekommen. Nein, ich habe einen Läufer bekommen. Egal. So. Gucken, was man hier bekommt. Was Tolles. Ach nein. Wie oft habe ich die jetzt schon bekommen? Ich habe immer die Skeletthorde, kriege ich die ganze Zeit Skeletthorde hier und Skeletthorde da. Und nun?
Erst in drei. Ich verstehe es nicht. Hast du schon? Also ich habe dich, glaube ich, schon mal gefragt, aber in 3 Tagen kann man das Totholz spielen, ne? Hm. Ach so, pass auf, das wird einfach weggesch... Ach so, dann kommt das nächste nach... Dann kommt das Totholz nach oben und von unten kommt ein neues dazu. Hier oben. Ach so geht das, glaube ich. Ich meine schon. Was kann ich denn jetzt eigentlich sonst noch spielen? Chaos. Decke stellen. Ich mache einfach mal noch ein zweites Deck. Einfach nur, weil ich es überhaupt brauche, um eine Belohnung dafür zu bekommen. Toilette sollte man immer dabei haben. Ich finde irgendwie, wenn es drückt, dann muss man eine haben. Kann ich die eigentlich auch zweimal spielen? Nee. Wann kann man Karten zweimal im Deck haben? Puh, keine Ahnung. Weil es gibt ja Leute, die haben ja zweimal irgendwelche Sachen im Deck. Irgendwie muss das doch funktionieren. Wieder des Lichts, ey. Hau mal mit ins Feld hier. Das, dieser Troubadour, ne? Dieser Dudelsack-Typ, der ist ja. Der sieht einfach total dämlich aus, wie der da rumläuft, aber sobald der am Turm dran ist oder beim Helden, der macht mega viel Schaden. Ja. So, die Mauer brauche ich eigentlich gar nicht. Was haben wir hier? Was ist teleportiert eigene Diener? Okay, aber wie? Teleportiert das? Macht den Teleporter oder was? Keine Ahnung. Ich brauche irgendwie noch eine Dreierkarte oder sowas. Ach ja, das finde ich jetzt hier. Brauche ich aber jetzt nicht. Habe ich ja schon. So, Geisterschütze ist so ein Turm. Okay. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das, die musste sowieso ausgetauscht werden. Ach, der Hund ist eine Sechserkarte, ne? Das ist, finde ich, schon ein bisschen schnell. Also schnell, ziemlich schwach für eine Sechserkarte. Ja, man kann hier nicht gut spielen. Ja, diese Truppe mit den 4 Legionären ist schon ganz cool. Ja. Ach, wenn du gerade Hund sagst, jetzt habe ich einen. Wie hieß nochmal der Fahnenträger? Ach ja, das ist der hier, ne? Fahnenträger. Ich teste das einfach mal so, zum Spaß. So, jetzt habe ich doch eigentlich ein Deck erstellt. Warum? Wo war es hier? Kriege ich keine Belohnung? Keine Ahnung. Ach, guck mal hier. Ein neues Token. Oh, Gold und Rubine. Man versteht irgendwie gar nicht, das dreht zwar und die Gold. Die kleinen Goldhäufchen, die sehen immer alle gleich aus. Man weiß gar nicht, ob das ein 50er ist oder sowas. Krass. Ach so, okay, wenn ich. Ach so, und drunter ist so ein Balken. Und wenn der Prozess voll ist, dann kriegst du nochmal so einen Gratis-Token dazu. Was machst du eigentlich gerade für Fights? Einzelkampf. Einfach nur so zum Spaß. Ein bisschen hochranken. Okay. Auch mal in Gold aufsteigen. Ach stimmt, kriegst ja auch viel Geld für, ne? Ja, ja.
Und ich habe auch dir mal angeguckt, bis, wenn du ganz oben bist, du kriegst irgendwann nochmal 150 Rubine für einen Aufstieg und sowas. Also wenn ich jetzt genauso gut fighte und so gut kämpfen kann wie jetzt gerade eben und gewinne, dann freue ich mich. Wenn nicht, nein. Nein, das will ich nicht. Organisiertes Chaos. My aim is shockingly good. Das fängt schon wieder an mit so einem Quatsch. Er hat schon wieder Hackebeil ausgespielt, bevor das losgeht. Ja, die Hackebeile sind schon. Die sind halt echt böse, das ist ja auch eine Karte, die du echt früh am Anfang schon bekommst. Ich hab den schon gerade zwar bis zur Hälfte runtergehauen, bevor der irgendwas tun konnte. Ist einfach an mir dran schon jetzt. Jetzt kann ich irgendwie gerade nichts mehr. Krass. Gerade irgendwie die perfekte Karte gehabt. Na egal, ist ich weiß nicht, wie sie heißt leider. Was denn war? Red oder? Errungenschaft, Ranglistenauslöscher, gewinne 100 Ranglistenspiele. Okay, der kämpft echt gut.
Nein, das war's. Wow! Fuck! Das war echt scheiße gerade, ey. Jetzt habe ich doch gerade auch noch am Ende eine richtige Karte bekommen zum Explodieren. Dass er eine riesen Bombe macht, aber die haben sie voll kaputt gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass. Man weiß ja nicht, was du bekommst. Shit. Nee. Tausend Gold. Das ist doch schön. Mist. Die habe ich am Anfang gut unter Kontrolle gehabt und danach irgendwie hatte ich plötzlich. Also ich glaube, der hat. Weiß ich jetzt gar nicht, nicht drauf geachtet. Hat der irgendwie Mana-Spam gehabt? Dass er so schnell und plötzlich Einheit bei mir hatte. Immer mehr. Immer irgendwie so viel. Ich glaube, Mana-Spam ist erst ab 6 Minuten. Ach so, okay. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich hab's keine Ahnung. War irgendwie plötzlich zu viel. Zu viel Zeugs. Ich mache nochmal eine Kiste auf. Hier so. Let's go spinning! Und doppeln. Schade, ich hätte jetzt gerade irgendwie, war da eine Karte, wo mehrere Karten noch abgebildet waren. Was war das denn? Keine Ahnung. Schade, ich hätte jetzt gerne diese eine Karte gesehen, was es ist. Karte mit mehreren, irgendwas mit Gewitter heißt das, oder? Du lässt die Karte verschwinden oder sowas, oder kriegst dann neue Karten in die Hand, irgendwie sowas. Ich habe schon mal so eine durchgelesen. Boah, wie oft habe ich jetzt gerade eben gewonnen, wo ich hab eben dem ein paar Spiele so gemacht und dem Benny immer vorgelacht, dass ich die ganze Zeit nur Spiele gewinne mit 1 Minute 40, 1 Minute 50 und jetzt verliere ich gerade hier alles mögliche, Mann. Jetzt kommt die Aufnahme und zack, alles vorbei. Ja, ehrlich. Diese Ragdolls sind so toll in dem Spiel. Ah, die spielen ja alle Hackebeil, ne? Mhm. Oh, das Langweilige. Jeder spielt ein Hackebeil jetzt nur noch. Schreckliche Karte. Oh, was ist das für eine Karte? So ein kleiner? Krass. Aber der Hackebeil ist ja auch wirklich mega brutal. Zwar langsam, wie gesagt, beim Schlagen, aber hält auch was aus. Schon wieder Hackebeil. Hackebeil hier, Hackebeil da. Ich krieg jetzt nur noch Hackebeils. Das geht aber auch immer echt schnell, bis das gefunden ist. Wieder jemand, der die Priesterin einfach so ruft. Ach, ätzend. Mal gucken, wenn das Hackebeil wieder kommt. Da kommt's.
Immer Hackebeile. Es kommt andauernd immer dieses, aber auch meine, meinen anderen Games. Alles nur die Hackebeile. Es ist halt auch eine sehr beliebte Karte. Wenn ich das Hackeball sehe, das nervt mich schon jetzt. Gerade eben habe ich eine geile Runde gehabt. Da hat er das Hackeball gespielt, das Hackeball mit Rambock gespielt und Hackeball im Portal oder sowas, wo man Hälfte, anfangs die erste Hälfte deins und dann die andere Hälfte also über nur Hackeballs kam da angerannt. Das war jetzt auch mal eine schnelle Runde. 1:50. Also gewonnen, ja? Ja, der hat irgendwie nichts dagegen gesetzt und habe ich bloß mein Inkubus hier, der Dämonenschwertkämpfer vorgeschickt. Mhm. Hab gespart, hab dann mein Kolosser, meinen großen Grünen rausgeschickt und er hat nichts dagegen gemacht. Der ist einfach durchgelaufen und hat dann halt den Tower geschlagen. Masters, get ready. Manchmal sind die Runden echt komisch. Let's do it. Ich finde schon mal cool, dass du diese eine coole Karte bekommen hast. Ja. Ein bisschen eine legendäre, das ist schon die vierte oder fünfte legendäre, die ich bekommen habe. Oh, ist das ätzend gerade. Dann spielen wir so einen riesengroßen Kolossus hier mit so einem riesengroßen Speer. Weiß nicht, diese. Sieht so ein bisschen aus wie. Ach, diese Statue. Mhm. Die kann nicht viel, die macht auch nicht mal viel Schaden. Die kostet ja auch bis 5. Aber so um Akku zu pullen, ist die echt gut, weil die eine ganze Ecke was aushält, auf jeden Fall. Aber ansonsten ist die halt gar nicht so gut. Ne, ich kann gerade mein Spiel nicht spielen. Nee, ich hab schon wieder so eine Drachentante. Oh, ich hab die Brücken nicht einmal eingenommen. Ganz kurz, nur mal ein paar Sekunden. Oh, ich komme einfach nicht zum Kampf. Ja, es wird auch nichts mehr. Ich hab leider meinen Badadur, meine Toilettenkarte und meine Priesterin im Deck. Ich kann nichts machen. Ich bin schon tot fast. Ich kann gerade nichts tun. Was ist gerade doof? Ich muss die Karte wenigstens ausspielen. Oh, warum macht denn der nichts? Superhelte. Der schickt aber auch viele eine gerade. Blauen Golem, diesen komischen Panzer. Der will mich ärgern. Die hat gleich alle Special-Punkte eingenommen da unten. Ich bin noch gerade am Anfang. Das ist krass, ey. Aber ich bin bei ihm am Turm dran und mache ihn gerade ziemlich heiß. Ich habe noch 200 Punkte.
Vor der habe ich so Angst. Ey, wenn die Stufe 3 ist, kriegt ja die Drachenkarte auch instant in den Deck. Na, das war's. Na, ich bin tot jetzt. Jetzt muss ich etwas bringen. Ich habe immer noch den Badadur-Dingsbums. Ich habe immer noch keine Punkte für den gehabt. Okay, der hat nur 20 Leben! 20 Leben! Und jetzt hau drauf! Oh, Alter! Ich habe jetzt gerade gedacht, der kommt mit so einer riesengroßen Einheit darüber wieder. Ich hatte gestern diesen super Typ mit dem Speer, die hat immer gedingst. Und dann kam der und ich dachte, nein! Und da kommt noch einer und nein! Und der blöde Gegner hat nur so wenig Leben, ich kam nicht rüber. Aber mein Punky hat sich davor dadurch geschlichen. Diese Punkorratte ist mega gut einfach. Der ist echt verdammt gut. Die wird bestimmt irgendwann genervt. Ja. Gibt aber viele Karten, die ein bisschen strong sind. Ja, aber man kann die auch viele wieder viele ausschalten den, einfach. Ja. Bei dem Drachen finde ich es halt blöd, der kann ja nicht mal geschockt werden. Der Drache ist einfach. Du weißt ja selber, wie lange es dauert, den überhaupt mal auszuspielen, ne? Aber irgendwie sowas, irgendwas dagegen zu setzen. Wir haben den ja jetzt auch schon in Mannschaft und auch alleine habe ich den Drachen schon mal gekillt. Aber es ist schon, da musst du eigentlich alle Einheiten dagegen schmeißen. Ich glaube, meine dicke Einheit würde es eine ganze Weile schaffen, weil der halt auch so viel Schaden macht und viel aushält. Aber du müsstest halt trotzdem dennoch gefühlt 20 noch kleine Einheiten und sowas hinzufügen, damit du den Drachen platt kriegst. Okay, 30 Minuten wieder voll. So soll es sein. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid, wenn ihr Tipps habt, wie ich vielleicht irgendwelche Karten besser ausspielen sollte und ihr meint, dass ich irgendwelche Karten rausnehmen sollte und dann irgendwie, ich teste ja sowieso noch mit meinen Decks herum. Ha, mit den Decks. Bis dann und tschüss.